Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und morgen ist Osterfest und ich hoffe, Sie gehen schön Ostereier suchen. Und welche Bedeutung hat denn eigentlich dieses Fest, habe ich mir gedacht. Warum feiern wir das? Warum ist das ein christliches Fest? Und gab es denn auch schon zu Jesu Zeiten bunt bemalte Ostereier? Ich habe gedacht, da kann was nicht stimmen. Und habe mir einen Gast eingeladen, der uns das ganz genau erklären kann, nämlich den Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch. Ganz herzliches Willkommen. Dankeschön. Gehen Sie auch Ostereier suchen morgen? Ich habe Kinder nach einem Gottesdienst eingeladen, die mit mir im Garten, wo ich dort draußen wohne, dann auch die Ostereier suchen werden. Und nicht in der Hedwigskathedrale? Also das ist schlecht, doch mit den Bäumen im Umfeld, wo man die Eier dort verstecken soll. Ja, aber man könnte es ja versuchen. Am August-Bebel-Platz im Baugelände von der Oper. Ja, das ging genau. Natürlich noch. Bisschen rumkraxeln und so. Aber was hat denn das Ostereiersuchen mit dem christlichen Osterfest zu tun? Ja, da laufen zwei Traditionsgänge zusammen. Zunächst mal das Ei. Das Ei ist Zeichen für Leben, für neues Leben, rauskommendes Leben. Das Küken bricht die Schale aus raus. So, das ist das eigentliche Bild zunächst mal. Ostern ist für uns Christen das Fest des Lebens, das sagt, es gibt mehr als das Leben in deinem Ei. Das Leben ist größer. Guck mal, klopf mal an die Grenzen des Lebens, nicht? Und du wirst sehen, das, was du für das Leben alles hältst, mehr ist es nicht, stimmt nicht. Du lebst in einer größeren Welt. Seh das Leben mal als Küken und dann... Mach die Augen auf und entdeck es. Ne? Bildlich gesprochen in der Heiligen Schrift, das Grab, der Stein vom Grab ist weg, aber rausgehen musst du. Rausgehen musst du. Geh raus. Zweiter Strang ist natürlich die Farbe, Buntheit, Leben, Vielfalt, Frühling. Da kommt da rein. Dritter Punkt, aber das scheint mir als also ganz wesentlich zu sein, ist, es kann sich um ein Ostereier suchen. Und die biblischen Geschichten erzählen all vom Suchen. Maria Magdalena machte sich auf den Gartenweg und suchte den Herrn, wo das Grab ist. Sie suchte. Und das Suchen ist eine Grundvoraussetzung des Christentums. Also man wird nichts finden, auch Gott nicht finden, den Auferstandenen und die Präsenz Gottes im Leben und die Überraschung Gottes im Leben nicht finden, wenn man nicht sucht. Sucht, ihr werdet finden. Deshalb gehört das Suchen, so wie Maria Magdalena auch noch im Garten war, jetzt kommt das wieder mit dem Ei im Garten verstecken zusammen, so musst du dich auf den Weg machen. Wer nicht sucht, wird nicht finden. Das ist, wo ist der Auferstandene da, wo du ihn suchst. Aber du suchen musst du ihn. Stell ich mal eine komische Frage. Verpacken wir deswegen Weihnachten auch die Geschenke, damit man das sucht, was da drin ist? Das wäre eine schöne These, aber die ist traditionsmäßig nicht belegt. Schade, bleiben wir beim Osterfest, das morgen ist. Zwei Tage. Warum feiert man eigentlich christliche Feiertage zweimal? Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Weihnachten doppelt, Ostern doppelt. Wissen Sie, das ist bei großen Festen auch so. Die haben einen Nachklang. Auch bei persönlichen Festen, ich weiß zum Beispiel von meiner Erstkommunion, der wurde am Montag weiter gefeiert. Also so ein Fest kann man nicht in einem Tag ausschöpfen. Und es ist zu schade, wenn es dann am Abend einfach vorbei ist. Und hier hat man einfach gesagt, ach, wir feiern es weiter. Das Zweite ist, die Christen sagen sogar, wir feiern eine ganze Woche, die sogenannte Osteroktav. Jeder Tag ist da wichtig. Dann schließen wir das ab mit dem Weißen Sonntag. Das war das große Fest, oder ist das große Fest der Kommunion Kinder, die dann zum ersten Mal zur Heiligen Messe deswegen zum Tisch gehen. Deswegen haben die Mädchen weiße Kleider an, oder? Das weiße Kleid ist zunächst mal das Kleid des neuen Anfangs, so wie eine Braut oft weiß trägt. Richtig ist, dass das Fest aber ursprünglich noch ein Tauffest war. Ostern in der Nacht wurde getauft. Wir taufen ja jetzt hier in Berlin in der Osternacht 135 Erwachsene, die uns die Taufe empfangen, die Christen werden. Und die haben bis Weißen Sonntag, Sonntag danach, das Taufkleid immer wieder getragen. So, auf dem ist das Symbol entstanden, deshalb der Weiße Sonntag. Und dann haben wir die ganze Osterzeit, die bis Pfingsten geht. Das sind die 50 Tage. Der 50. Tag ist Pfingsten und dann endet die Osterzeit. Also ein großes Fest braucht Begeisterung, braucht Schwung, braucht öfters zu feiern. Ja, und das ist dann so schön. In der katholischen Kirche, da sind die Lieder immer besonders wuchtig und schön. Das ist, glaube ich, finde, also ich liebe ja den Karneval so, ja. Und im Rheinland. Nicht? Und das ist eine Sangsbewegung. Der Erzbischof kommt aus Düsseldorf. Ja, und war dann längst in Köln. Also ist richtig im Blut drin. Nicht? Also die Lieder, ja vor allen Dingen in Köln, das muss ich ehrlicherweise sagen, nur gesungen werden. So, und dann singen Sie die mit? Ach, die Klassiker singen alle mit. Das können Sie gar nicht. Sie können nicht Karneval feiern, ohne mitzusingen. Das geht gar nicht. Das legt mir fast auf der Zunge. Singen Sie mal eins. Man lasse den Dom in Köln. Ja, ich darf hier nicht singen. Lasse den Dom in Köln, denn da gehört er hin. Obwohl, wir haben in Berlin ja auch schöne Dome. Ne? Sehr gut. Hä? Ja, das ist doch mal richtige Stimmung. Aber danach kommt die Fastenzeit. Ja. Und die sind in der Melodie, im Rhythmus, in der Emotionalität ganz anders, ganz beladen, ruhig, zurückhaltend. Sie tun gut nach der Karnevalzeit, ja, aber sie sind ein sehr bedächtiges, manchmal auch
eher so ins melancholisch Traurige manchmal sogar gehend, ins Abschied nehmen, ins Leiden auch. Das ist ein ganz eigener Ausdruck von Musik, wertvoller Ausdruck von Musik. Dann freue ich mich, um ehrlich zu sein, in der Osternacht die Osterlieder singen. Das Grab ist leer, der Herr erwacht und das österliche Halleluja vor allem. Ja. Also wissen Sie, da geht das Herz auf, dann läuten die Glocken und so, dann ist Ostern. Ja. Und am schönsten finde ich immer, wenn dann gesungen wird, großer Gott, wir loben dich. Ja, das sind die Feste. Man muss es auch hinausrufen. Ja? Ein Fest wird erst, ohne Gesang gibt es kein großes Fest. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass hier Union Berlin aufsteigt oder Hertha BSC Meister wird und die Fans würden nicht singen? Das geht nicht. Das wird nicht passieren. Sind Sie Fußballfan? Ja, ich bin Fußballfan. War hier schon bei Hertha und bei Union schon öfter sogar. Mein Verein ist natürlich Fortuna Düsseldorf, wo ich groß geworden bin, als kleines Kind bin. Und ich, ja, jetzt bitte, als Fan dazu zu stehen, wir sind bis in die vierte Liga abgestiegen. Ja. Bayern München kann jeder Depp-Fan sein, das ist kein Problem. Das Herz. Ja, aber dazu beizubleiben, ja, bei der Misere, die wir da manchmal erleben, und das macht dann wirklich nicht nur Spaß, und das ist der eigentliche Fan. Wir müssen ein extra Gebet auflegen. Ja, also das Problem ist natürlich mit dem lieben Gott missbrauchen. Ja, weil wenn die Mannschaft, die Fans der anderen Mannschaft auch beten, dann wäre es der liebe Gott außer Unentschieden nicht zu machen. Ja, ne? Was soll er da machen? Unentschieden. Dann muss er sich entscheiden für seinen Erzbischof. Ja, ich stachel lieber die Mannschaft an. Das scheint mir in dem Fall das Richtige zu sein. Wie erklären Sie denn heute so Kindern, mit denen Sie ja zu tun haben, wie erklären Sie das Osterfest, so wie Sie es eben gemacht haben, Kinder, ihr müsst suchen gehen und so müsst ihr auch Gott suchen, es ist nichts vorgegeben, es liegt nicht auf der Hand. Also es gibt immer verschiedene Zugänge, einer ist für mich zum Beispiel, der ist sehr stark über das Lieben, ein Kind liebt und will geliebt werden, das ist wunderschön, wenn Sie mit Kindern erzählen, dass die ihre Liebesgeschichten erzählen, die Geschichten zu ihren Eltern, zu Großmutter, zu Großvater, was das denen bedeutet und wie tief die lieben und das Gefühl zu haben, vielleicht steckt hinter allem ein Gott, der dann dafür sorgt und dessen Liebe so groß ist, dass er sich auch im Tod nicht allein lässt. Das ist ja unser christlicher Glaube. Gott ist nicht eine abstrakte Größe, Gott ist nicht irgendeine Formel, sondern der liebt. Der hat ein Herz, sagen wir. Und der hat gesagt, dass du dich liebst. Und wenn Gott das einmal sagt, dann zieht das nicht zurück, sondern bleibst auch im Tod. Da kannst du ganz sicher sein, im Tod sagt er, jetzt liebe ich dich erst recht und du bleibst leben. Du bleibst leben, du sollst nicht sterben. Lieben heißt ja einem Menschen sagen, du sollst nicht sterben, das soll bleiben, du sollst bleiben. Also über das Wort Liebe und Geschichten von der Liebe und dem Erzählen von der Liebe und der Hoffnung, dass sie kein Ende hat, dass die Liebe kein Ende hat. Und dass man auch getragen ist dann, wenn man alt wird, wenn man nicht mehr attraktiv ist, dass man sich auf einen Menschen verlassen kann. Das kann man mit Kindern unheimlich schön und auch mit Erwachsenen erleben. Ostern ist das Fest des Geheimnisses der Liebe. Das ist die Liebe. Das Zweite, was ich immer, weil wir viele ja auch naturwissenschaftlich immer denken und denken, ja, gibt es das überhaupt? Da mache ich immer mit dem Fisch deutlich. Nicht? Ein Fisch, der glaubt, dass das Aquarium oder die See oder das Meer alles ist. Nicht? Und das ist natürlich unsinnig. Wir wissen das, weil wir in der größeren Welt leben. Und dann komme ich oftmals mit der Übertragung des Ganzen, dass wir einmal sehen werden, dass da die bei Gott sind, sehen, mein Gott, die armen Menschen, die meinen, ihre Kosmos, ihre Welt, das sei alles und mehr gibt es nicht. Was leben die begrenzt und klein? Was leben die in den Gräbern? Aber da muss man springen. Da muss man springen und dem sagen, ich glaube daran, es gibt mehr. Ich lasse mich mal drauf ein. Und wenn ich mich drauf einlasse, dann glaube ich sicher, dass man das auch erfährt. Für mich ist das Wort Erfahrung in dem Zusammenhang immer sehr schön. Das ist ein österliches Wort. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind losgegangen. Man muss losfahren. Man muss sich darauf einlassen. Erfahrungen sammelt man nur im Fahren, im Losgehen, im Unterwegssein. Leb doch mal mit Gott. Nimm doch mal an, Gott wäre da und jetzt liebst du mal mit dem. Fängst morgens an ihn zu denken. Verstehen das? Versteht das diese Internetgeneration? Also, ich glaube, gerade weil sie Internetgeneration ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Internet menschliche Beziehungen und Grunderfahrungen auslöscht. Vielleicht bringt es sie noch viel stärker heraus, weil das Internet natürlich einen eigenen Zugang, auch einen sozialen Zugang ermöglicht, aber zur gleichen Zeit auch die Grenzen deutlich macht. Die Grenzen deutlich macht, die Menschen erfahren. Warum treffen sich Jugendliche in der Gruppe zur Fete? Warum treffen die sich, weil es schön ist? Warum wollen Menschen lieber in Gemeinschaft als allein leben? Das heißt ja auch den anderen in seinem Quersein erleben, in seinen Schwierigkeiten erleben. Eine menschliche Beziehung, mit Leib und Seele, mit Zärtlichkeit und Freundschaft, mit Enttäuschung und mit Herausforderung, das können Sie nicht abbilden, das können Sie nicht medial vermitteln.
Aber wenn die Internetgeneration heute zusammensitzt, sie sitzen alle zusammen und jeder guckt auf sein Gerät. Und der Nachbar, der gerade neben ihm sitzt, sagt, was machst du gerade? Ja, ich schreibe dir jetzt gerade. Ich schreibe dir eine SMS. Ja. Statt sich umzudrehen und miteinander zu reden. Ich glaube, das gibt es, aber das ist ein Teil. Und alle Umfragen zeigen, umso viel deutlicher wird eigentlich die Sehnsucht nach gelebter Gemeinschaft. Warum ist die Ehe heute wieder so attraktiv wie noch nie? Ich glaube wirklich, weil es ein Stück Heimat ist, ein Stück Hingehören. Warum leben hier in Berlin so viele im Kiez gern? Warum suchen die ihre Kneipen auf? Das Bier können sie auch zu Hause trinken. Ja? Ja. Rein technisch ist das unsinnig und sogar teurer. Ja. Aber es ist doch etwas anderes. Und warum haben wir in der Internetgesellschaft so gerne Karneval? Ja. Warum gehen wir zum Public Viewing auf das Brandenburger Tor? Wir hätten es auch vorne im Fernseher zu Hause gucken können. Das ist aber langweilig. Es ist anders. Es ist anders. Nicht? Das ist nicht, es ist nicht alternativ ausschließend, aber es ist anders und es ist ein Reichtum. Ja. Da frage ich mich natürlich, weil Sie so sehr euphoristisch, sehr schön darüber erzählen, warum sind Sie Priester geworden? Das ist doch ein Beruf, wo man viel alleine ist. Und diese Antwort, die sparen wir uns auf für nach der Pause. Wir machen eine kleine Werbepause. Wir sind Privatsender, müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Und ich finde ein sehr spannendes Gespräch mit dem Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind und uns nicht etwas über das Osterfest erzählen alleine, sondern auch über den Mensch als kommunikatives Wesen. Danke. Bis gleich.